Die Kontrollproteine kennen wir schon. Sie überprüfen die DNS auf schadhafte Stellen. Haben Sie einen Fehler gefunden, zum Beispiel ein durch Mutation verändertes Teilstück in der DNS, werden Signale in den Zellkern gegeben. Achtung, Achtung! Hier ist ein Teilstück der DNS beschädigt, es muss repariert werden. Was passiert, wenn nun der Wächter des Genoms, P53, der für die Reparatur zuständig ist, nicht oder geschädigt vorhanden ist, zum Beispiel durch Vererbung, durch Alkohol, Strahlung oder Tabakrauch? Der geschädigte DNS-Abschnitt kann nicht repariert werden. Normalerweise zündet der Körper jetzt die erste Stufe seines Abwehrsystems, die Selbstzerstörung der defekten Zelle. Aber das funktioniert nicht mehr, weil der Wächter des Genoms nicht existiert. Was passiert jetzt? Der Körper zündet jetzt die zweite Stufe seines Abwehrsystems. Er versucht, die Krebszelle von außen zu zerstören. Hier ein Zellgewebe. Unter den gesunden Zellen eine grün gekennzeichnete kranke Zelle. Wächter überprüfen von außen die Zellen auf ihre Funktionsfähigkeit. Dieser Wächter, wie alle anderen Wächter, scannt die Oberflächenstruktur. Er entdeckt dabei verdächtige Proteine. Das aktiviert ihn und er gibt Signale ab. Diese Signale rufen Lymphozyten, körpereigene Killerzellen herbei, die durch die Blutbahn zu der kranken Zelle finden. Die Killerzelle findet an der Krebszelle die passenden Rezeptoren und aktiviert über diese eine Signalkette im Zellinnern. Diese Signalkette bewirkt, dass zelleigene Enzyme, sogenannte Caspasen, das Zytoskelett zerstören. Manche defekte Zellen haben sich so verändert, dass die Wächter sie nicht entdecken, sie ihnen nichts anhaben können. Sie überleben und teilen sich. Sie teilen sich nicht in geordneten Bahnen, sondern ungebremst. Ab jetzt sind sie für den Körper nicht mehr nützlich. Sie führen die für sie zugedachten Funktionen im Gewebe nicht mehr aus. Ihr einziges Ziel: Überleben und sich weiter vermehren. Jetzt zündet der Körper die dritte Stufe der Abwehr. Jede Körperzelle braucht zum Überleben Sauerstoff, auch Krebszellen. Der Körper versucht, die Krebszellen von der Sauerstoffzufuhr abzuschneiden, indem er sie mit gesunden Zellen überlagert und sie so abkapselt. Das gelingt auch oft, aber nicht immer. Jetzt passiert etwas Ungeheuerliches. Manche Krebszellen sind in der Lage, die Einkapselung zu umgehen. Sie senden Signale aus, welche feinste Äderchen dazu bringen, in Richtung der eingekapselten Krebszellen zu wachsen. Über die Äderchen erhalten die Krebszellen die dringend benötigten Nährstoffe und Sauerstoff. Der bösartige Zellhaufen kann weiter wachsen und wird noch größer. Ist es so weit gekommen, hat der Krebs schon ein kritisches Stadium erreicht. Wird dieses erkannt, kann der mutierte Zellhaufen aber in vielen Fällen noch operativ oder durch Bestrahlung entfernt werden. Ein Blick auf einen Längsschnitt durch das Gewebe. Der Tumor setzt seine letzte Waffe ein. Er beginnt, defekte Zellen ins Blut zu schleusen. Diese Krebszelle wandert durch die Zellwand in die Ader. Sie kann so über die Blutbahn, die Zelle ist grün eingefärbt, in den gesamten Körper gelangen und irgendwo andocken. Da bildet sie im Laufe der Zeit einen neuen Tumor. Man nennt das die Metastasierung. Hat diese Streuung vermehrt stattgefunden, ist eine Rettung für den Menschen nur selten möglich.
Thank you.